diesem Video zeige ich dir einen leistungsstarken Touren-E-Scooter mit einem Heckmotor von Bosch. Es gibt ein Wiedersehen mit Yassin von Trittbrett Original und gemeinsam werfen wir einen Blick auf den ersten Prototypen des lang erwarteten Paul Touring. Kommt mit! Moin Yassin. Hi. Ja, schön, dass du hier bist. Stell dich doch einfach mal kurz vor. Hi. So, ich bin wieder hier. Ich komme aus Düsseldorf und ich arbeite bei Trittbrett und bin da zuständig fürs Marketing und bin auch noch Service Specialist. Und ich habe euch heute wieder eine Kleinigkeit mitgebracht. Ja, Kleinigkeit ist gut. Das ist ein ganz schöner Klopper. Das ist doch der Paul, oder? Genau richtig. Die Trittbrett-Familie hat Zuwachs bekommen. Und neben Karl und Emma haben wir jetzt hier den Paul. Und wie der Name schon verrät, unser Touring-Modell, haben wir ein Kaliber draufgesteckt und einmal hier eine Nummer größer gemacht. Ja, größer ist ein gutes Stichwort. Zeig doch mal ein bisschen was her hier. Also wir haben hier einen deutlich größeren Akku. Wir haben auch ein neues Design, eine neue Karosserie. Im Grunde genommen ist es ein neuer E-Scooter. Natürlich der Familie Trittbrett. Ja, was macht den Paul so besonders? Ja, oder anders gefragt, was macht den Paul zum Touren-E-Scooter? Also der Paul, unser ganz neues Modell, haben wir natürlich ein paar neue Features. Und fangen wir einfach mal oben an. Wir haben nämlich das Display geändert. Das heißt, das Display hat ein ganz neues Design. Auch hier wieder Trittbrett-Turbo-Modus, damit du gar kein Rennen an der Ampel verlierst. Das heißt, einmal draufdrücken, D gemütlich, einmal T mehr Beschleunigung. Sehr schön. Auch für den Paul verfügbar, genau wie für Karl und Emma Bosch, haben wir endlich unsere Trittbrett-App fertig. Ah. Ist auch ab jetzt tatsächlich schon für Apple verfügbar. Aha. Für Android dauert es noch ein bisschen länger. Da brauchen wir noch die Freigabe. Dann haben wir neben dem neuen Display auch die Blinker eingeführt, auch eigens von uns konzipiert. Und wir haben zwei Bremsen dieses Mal in Form eines Bremshebels. Bedeutet, wir haben einmal hinten eine Scheibenbremse, wir haben vorne eine Scheibenbremse. Beide zusammen teilhydraulisch, denn zwischen Bremssattel und Bremsbeleg werden die Bremsbacken hydraulisch angepresst. Und beide auch mit Rekuperation und der Motorbremse verbunden. Ach krass, cool. Das klingt gut. Da muss ich also nicht selber umbauen. Ich weiß nämlich, dass einige von euch da draußen ihre Bremsen genau mit diesem System nachrüsten. Ja. Cockpit haben wir jetzt, würde ich sagen, einiges gesehen. Reifen, die fallen natürlich gleich auf. Die sind ja echt fett. Sag mal was dazu. Das sind Monster. Ja, du sagst. Sagen wir es einfach so, es sind Monster. Wir haben hier 11 Zoll Reifen. Ist nicht nur ein bisschen, sondern das ist deutlich, deutlich größer als bei unseren älteren. 11 Zoll Reifen, wieder tubeless Luftreifen, das heißt kein Schlauch da drin. Und ja, das ist ganz angenehm, das kennen wir so auch von anderen Anbietern. Federung zusätzlich, Fahrwerk haben wir nicht. Das haben wir nicht. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut verzichtbar. Ne? Bei solchen fetten Reifen, da denke ich, also, die schlucken einiges mit. Da merkt man definitiv, Luftreifen dämpfen so oder so. Ja. Und je größer die Luftreifen absolut sind, desto mehr wird gedämpft. Probieren und bei wir gleich nochmal aus. Den Teilen brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ja, sehr schön. Gut, Reifen. Sag mal was zum Thema Akku. Also wir haben jetzt hier wieder einen LG-Akku. Ja. Den gibt es in zwei Variationen. Standardmäßig gibt es den 15 Ampere Akku. Um genau zu sein 14,7 und einmal die 20 Ampere Version, um auch da genau zu sein 19,6. Da holt man wahrscheinlich ordentlich Reichweite raus. Gibt es da schon erste Erfahrungen? Ich meine, hier sehen wir ja den ersten Prototypen exklusiv. Ne? Ja. Was sagen die Tests? Also der erste Test tatsächlich letzte Woche stattgefunden bei unseren oder mit unseren Kollegen. Die größere Akkuvariante, die wird hinterher zum Umrüsten sein. Standardmäßig gibt es jetzt erstmal den kleinen und auch genau den haben wir getestet und wir sind selber sehr, sehr erstaunt. Denn wir haben 10 Kilometer mehr geschafft, als wir eigentlich gedacht haben. Ah, krass. Und das trotz des anderen, also trotz ein anderes Körpergewichts. Ja. Zum Akku gehört natürlich auch immer ein entsprechender Motor. Ne? Ich glaube, wir haben ja ein 48-Volt-System, wenn ich das richtig sehe. Und Motor haben wir auch wieder was ganz Besonderes. Genau. Das ist nämlich unser zweiter E-Scooter mit einem eigens für uns designten und konzipierten Motor von Bosch. Ah, cool. Da wir da jetzt 11 Zoll Reifen haben, haben wir natürlich auch einen deutlich größeren Motor. Mhm. Muss ja auch ein bisschen mehr schleppen. Hier haben wir 500 Watt und das mit einer Peakleistung von 1030. Ah, krass. Das heißt, da kommst du schon ordentlich voran. Und also, egal ob bergauf, bergab, geradeaus, der zieht. Es ist also ein bürstenloser Motor, schön leise nehme ich an. Genau. Und dann aus meiner Sicht aktuell einer der stärksten am Markt. Was wir da noch umkonzipiert haben, ist, dass wir den Motor von vorne nach hinten gesetzt haben. Ja, absolut sinnvoll. Das heißt, hier haben wir jetzt unseren ersten Heckantrieb. Ja, sehr cool. Also da bin ich schon richtig gespannt, wie der die Berge hochgeht. Aber richtig Sorgen mache ich mir da an der Stelle nicht. Schauen wir uns gleich mal an. Auf jeden Fall. Ja, und im Anschluss an das Interview machen wir natürlich den kurzen Praxistest, checken mal die Fahreigenschaften auf verschiedenen Untergründen
und auch die Leistung des neuen Bosch Motors. Ja, das ganze Fahrzeug macht natürlich einen extrem soliden, bulligen Eindruck. Da ist richtig viel Platz für große Füße. Nicht nur große Füße, auch meinem kleinen Corona-Bäuchlein merke ich das an. Schon klar. Wir haben jetzt hier eine Zuladung von nicht nur bis zu 120 Kilo. Die Info haben wir tatsächlich erst vor einigen Tagen bekommen. Hier können sogar 140 Kilo transportiert werden. Ja, das ist ordentlich. Ja. Wir haben hier auch ein neues Trittbrett. Und auch hier, ganz egal, Füße nebeneinander, übereinander, untereinander, diagonal, ganz egal wie ihr wollt, ihr findet hier genug Platz da drauf. Und um mal ein bisschen wegzukommen von all den Techniksachen, Auge isst natürlich immer ein bisschen mit, kommen wir mal so ein bisschen zum Design. Beim Paul könnt ihr tatsächlich so ein paar Teile umrüsten, nämlich unser Seitenteil. Das haben wir jetzt gerade hier in Rot drauf. Das gibt es in verschiedenen Farben. In Anthrazit wird es das geben, in Rot. Lasst euch überraschen, was noch. Könnt ihr hinterher umrüsten oder bei dem Fachhändler eurer Wahl, wenn ihr da irgendwie vorbestellt habt oder da einkauft, auch von Anfang an direkt konfigurisieren. Ein weiteres Designelement habe ich hier entdeckt. Man setzt hier auf schwarze Reflexionsfolie. Das ist echt ganz cool. Erspart man das hintere Katzenauge. Und auch sonst macht die Verarbeitung hier wirklich einen ganz guten, soliden Eindruck. Die Lampe ist leider nicht vollständig integriert. Dafür gibt es ein Bremslicht. Ja, nur hier das hintere Schutzblech, das wirkt doch sehr altbacken, klobig und auch etwas klapprig. Ansonsten erkennt man am Fahrzeug viel Liebe zum Detail. Hier das Logo ist überall zu finden und die Schweißnähte sind ordentlich. Und jetzt kommt's. Teilweise sogar abgeschliffen. Auch das war uns wieder eine Herzensangelegenheit, dass wir bei der Verarbeitung wirklich darauf achten, dass das alles passt. Deswegen haben wir die Schweißnähte da abgeschliffen, damit das auch alles ein bisschen schicker aussieht. Und gerade bei der Lenkstange haben wir auch den Mechanismus umkonzipiert und haben dann einen neuen entworfen, um da auf die Schweißnaht verzichten zu können. So, und hier einmal der neue Verschlussmechanismus. Und so sieht das Ganze aufgeklappt aus. Der lässt sich natürlich auch einrasten, damit man ihn tragen kann. Mit einem Kampfgewicht von 23,7 Kilo, recht schweres Gerät, aber auch das machbar. Gleich hier vorne den Einrasthaken und dann kann das Ding einfach gepackt werden. Und dann hast du gleich dein Sportprogramm erledigt. Genau richtig. Ja, denn trotz der Klapperkeit möchtet ihr diesen Scooter natürlich so wenig wie möglich tragen und auch für die Öffis ist er eher nichts. Namensänderung, Preiserhöhung und immer noch nichts. Was los mit Paul? Jetzt warten wir natürlich. Es ist natürlich immer noch ein sehr schwieriger Sachverhalt. Ja. Das Problem ist ganz einfach. Wir haben bereits letztes Jahr im Oktober mit Bosch gesprochen und all unsere Motoren bestellt. Ihr kriegt ja alle die Situation mit. Unfassbar viel Chaos und das betrifft nicht nur uns, sondern alle Hersteller zu allen möglichen Industrien. Riesige Schwierigkeiten, an Ersatzteile zu kommen. Das Verschiffen ist unfassbar teuer geworden. Das Chartern von Flugzeugen ist fast nicht mehr bezahlbar. Wir haben vor kurzem jetzt die Info von Bosch bekommen, die sind nicht mit der Produktion der Motoren hinterhergekommen. Das heißt, wir haben von allen Bestellten immer nur so kleine Lieferungen bekommen und da sind wir ganz offen und ehrlich mit euch. Wir haben seit Mai leider keine Roller, warten genauso sehnsüchtig wie ihr. Das letzte Datum, das wir kommuniziert bekommen haben für Kalle und Emma, ist eigentlich September gewesen. Da werden wir euch aber definitiv informieren, weil bevor ich euch Blödsinn erzähle, sage ich euch lieber gar nichts, denn mehr weiß ich da auch nicht. Und mit dem Paul rechnen wir optimistischerweise ab Oktober, aber auch da ohne Gewähr. Ich hoffe, dass es sich nicht bis in den November zieht. Wir sind da mit Hochdruck dran, dass Bosch da mal ein bisschen Gas gibt und der Launch endlich mal schnell stattfinden kann. Yassin, erstmal danke ich dir jetzt ganz, ganz herzlich hier, dass du uns den ersten Prototypen des Paul vorgestellt hast. Wie ist es denn? Kann er auch schwimmen? Magst du ihn einmal versenken? Prinzipiell würde ich das gerne machen. Da das aber unser Prototyp ist und wir dann noch ein paar Tests machen wollen und ich auch ganz ehrlich bin, ich habe keine Lust, den gleich aufzuschrauben und ihn zu trocknen. Gerade eher ungerne, aber auch hier haben wir wieder von Bosch aus IP67 Staub und wasserdicht, das heißt, wenn er da durch Pfützen fahrt oder mal irgendwie Schotter, ein bisschen nassen Rasen, habt ihr da auch wie vorher keine Probleme mit. Ja, und das probieren wir jetzt tatsächlich im kurzen Praxistest direkt einmal aus, wenn auch nicht ganz freiwillig. Trotz seiner Größe und des hohen Gewichts fährt sich der Paul erstaunlich agil.
Der Bosch-Motor beschleunigt kräftig und schiebt euch fast unhörbar von hinten an. In der Ebene zeigt das Display erfreuliche 22 km/h und das müssen wir natürlich noch per GPS nachmessen. Und dann hier bei einer kleinen Steigung fallen wir doch aber auf erstaunliche 19 km/h zurück und das hätte ich bei der angegebenen Peakleistung durchaus ein wenig anders erwartet. Ja, an der Stelle sind einfach noch weitere Tests erforderlich, denn wir haben es ja hier mit einem ersten Prototypen zu tun. Wir machen auf jeden Fall nicht den Fehler und lassen uns hier schlichtweg vom Namen Bosch blenden. Ja, und jetzt wird's interessant. Wir verlassen die befestigten Straßen. Ja, und ihr seht es ja bestimmt an meinen Beinen, man wird schon ganz gut durchgerüttelt. Ja, da merkt man schon, dass kein Fahrwerk vorhanden ist. Ja, und spätestens hier auf dem Kopfsteinpflaster bestätigt sich leider auch in der Praxis, dass wir es hier hinten mit einem klassischen Wackeldackel zu tun haben. Das Schutzblech ist hörbar, ja, und die ganze Konstruktion schwingt doch relativ stark. Die 11 Zoll Tubeless Reifen sind ganz klar für den Asphalt gemacht. Da fühlen sie sich am wohlsten, ja, und kommen abseits der befestigten Wege dann doch relativ schnell an ihre Grenzen. Wer dort unterwegs ist, der sollte sich einfach mal den Iohawk Legend ansehen. Einen Test dazu habe ich euch oben verlinkt. Und während ich mich jetzt hier auf den Weg nach Hause mache, ja, hier noch wie angekündigt der Test auf Wasserdichtigkeit. Ja, willkommen im Sommer 2021 in Deutschland. Ja, unseren kleinen Regentest hat der Trittbrett-Paul natürlich mit Bravour bestanden. Ja, und in allen anderen Kategorien wird sich dieses Fahrzeug in Zukunft noch beweisen müssen. Insbesondere auch gegenüber guten und bereits getesteten Alternativen wie dem Slidefox P1S oder dem Ninebot G30D. Wie hat euch heute eigentlich der Paul gefallen? Schreibt es doch jetzt einfach mal in die Kommentare. Ansonsten sage ich wie immer danke fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Lasst einen Daumen nach oben da, Abo nicht vergessen und ansonsten natürlich wie immer gute Fahrt und bis zum nächsten Video hier bei Hentec. Ciao! Wenn dich Nachrichten zu E-Bikes, E-Scootern und smarter E-Mobilität interessieren, dann lass doch jetzt einfach hier ein kostenloses Abo da. Ja, und wenn du die letzte Folge nicht gesehen hast, habe ich sie für dich hier oben noch einmal verlinkt. Ja, ansonsten bleibt mir nichts, als dir eine gute Zeit zu wünschen, fahr immer vorsichtig und wir sehen uns dann schon ganz bald hier wieder bei Hentec. Ciao!